Hast die mit den drei Hälsen, dann können wir nichts tun. Die kriegt immer mal was in den falschen Hals. Träumen Sie weiter, vielleicht kommt noch der mit den drei Köpfen. Der versteht sich ganz gut mit dir. Und tatsächlich, dann kommt der mit den drei Köpfen. Aber erst kam einer, der machte nur so, als hätte er drei Köpfe. Dann plötzlich kam der Echte. Spaß beiseite, was machen Sie eigentlich in meinem Traum? Fragte der Neuroforscher und sein kerzengerader Blick sollte mir wohl sagen, dass er mich am liebsten zurück in die Kontrollgruppe geschickt hätte. Aber ich hatte schon zu viel gesehen. Neu oder Tral war da nichts mehr. Neu oder Tral war da nichts mehr. Chef war dran, der wollte wissen, warum die mit den drei Muschis noch nicht fertig war und eine Dame, die sich als seine Mutter ausweisen konnte und darauf bestehe, ihn zu sehen. Er ging raus und ließ mich allein mit dem Apparat. Allein mit dem Apparat. Als ich meine Träume und Gedanken auf dem Bildschirm fixierte, ohne dem noch was hinzuzufügen, begann ein großes Rauschen. Dass dies die größte Gefahr für sie selbst bedeutete. Eine Autoimmunreaktion, in der in kürzester Zeit nicht mehr von ihr übrig bleiben würde. Nur ein Gedanke, eine menschliche Regung konnte noch halten. Doch ich blieb im Feedback des Nichts. Da stürzte der Neuroforscher herein, außer sich vor Entsetzen. Und seine Mutter noch im Ohr, warf er sich beherzt in den flackernden, bröselnden Bildschirm. Und weg war er, weg war er, weg war er. Intuitiv wusste ich, was zu tun war. Immer noch kein Gedanke in mir. Ich atmete gar. Lange ein und sog ihn zerlegt in Daten durch die Drähte direkt in meine Amygdala und von dort weiter, weiter zum Hippocampus. Dort breitete ich ihn aus wie ein zerknäultes Fischernetz nach dem Sturm.
folgte Faden um Faden wieder frei, entfernte die Reste seines Schiffs und seiner Mama und ließ ihn hypothalamisch gären. In Somatotropie und drosselte das Oxytocin etwas, bis ich den lange in mir aufsteigenden Niesreflex nicht mehr halten konnte. Mit einem heftigen Nieser landete er am Ärmel der Assistentin und Gott sei Dank nicht wieder auf dem Bildschirm. Leicht angewidert, doch mit professionellem Gleichmut wischte sie ihn in sterile Kompressen und brachte ihn nach draußen. Nicht ohne mir vorher noch einen höhnischen Blick zuzuwerfen, der mich entlarven sollte. Der mich entlarven sollte. Der mich entlarven sollte.